Hallo, liebe HSV-Fans, nach vieler schweren Zeit möchten wir euch jetzt die neuesten Nachrichten wieder übersenden. Wie ihr ja alle wisst, haben wir ja zwei neue Spieler, die hervorragend eingeschlagen haben. Unseren Olic, den kanntet ihr ja schon, und den neuen, der jetzt letzte Mal eine halbe Stunde gespielt hat. Also ich als Fußballer muss sagen, das war für uns ein Vorteil, dass er eingewechselt wurde. Jetzt nochmal zurück auf das Spiel gegen Paderborn. Es ist ja aufgegangen für uns. Wir haben gewonnen, was sehr schwierig auch war, das muss man ja eingestehen. Aber der Siegeswille war da und man sieht, dass die Jungs ein wenig besser drauf sind als wie letztes Jahr. Das Kölner Spiel wollen wir ganz schnell vergessen und uns an Paderborn halten. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und wir diesen Samstag gegen Hannover gutes Spiel führen und auch die Punkte bei uns lassen. Wie ihr alle wisst, ist es ja so, dass ich ein HSVer durch und durch bin. Jeder kennt mich als Flaggenmann hier und ich tue viel für HSV. Jahreskarte, Mitglied, solange wie ich sprechen kann schon. Und möchte ich euch mal sagen, man sagt das ja nicht immer, aber ich werde heute 77, ich habe heute Geburtstag und habe natürlich einen speziellen Wunsch darauf, dass ich heute für die Mannschaft bin und auch die Mannschaft sich das bei mir zurückgibt. Ich tue ja alles für die Mannschaft und dass sie mir das Geschenk heute machen, dass wir mit 3 Punkten heute Abend zufrieden nach Hause gehen können. Und ich werde heute 77, aber immer noch der HSV und nur der HSV. Und ich hoffe, dass ich so weitermachen kann, wie ich jetzt bin. Ich bin fit, ich spiele auch immer noch Fußball und freue mich auch vor allen Dingen, dass ich mit HSV Verbindung habe. Und auch, ich habe die Spieler, die kennen mich alle. Und das ist mein Leben. Solange wie ich sprechen kann, bin ich HSVer und ich werde ewig als HSVer sein. Ist egal, was kommt, ob ich Tiefe oder Höhen kennenlerne. Okay, Jungs, bis nächstes Mal. Tschüss.